Was fehlt Ihnen, um als hundertprozentige Italienerin durchzugehen? Lange Haare. Sonst noch was? Nö. In welchen Momenten wünschen Sie sich, mit einem deutschen Mann verheiratet zu sein? Wenn der Italiener wieder sagt, ich möchte keine Tomaten drin haben und warum bringen Sie mir mal Tomaten, wenn ich essen gehe? Was ist das? Wir gehen essen und er ist ja, der isst keine Tomaten und dann muss ich immer sagen, der Mann möchte keine Tomaten und das ist mal ein bisschen unangenehm manchmal in Restaurants. Aber ist nicht die Tomate ein sehr zentrales Gemüse in der italienischen Küche oder täusche ich mich? Nein, das ist auch ein Vorteil. In der norditalienischen nicht, ne? In süditalienischen schon, aber in der norditalienischen nicht. Was heißt Beziehungsarbeit auf Italienisch? Das Wort Beziehung gibt es noch nicht mal. Sondern? Amore. Was finden Sie an Silvio Berlusconi attraktiv? Oh. Also ja, ich meine, können sich viele Frauen irgendwie vielleicht was so abgucken, also wie man so faltenfrei so durchs Leben kommt, das finde ich vielleicht... Er ist eine groteske Gestalt, muss man eigentlich sagen, oder? Ja, aber es ist mir ein Rätsel, ich verstehe es nicht. Sie verstehen nicht, warum die Italiener ihn immer wieder wählen? Nein, ich verstehe, ich kann es jetzt erklären, aber ich nachvollziehen ist mir trotzdem, fällt es mir schwer. Welche Rolle hätten Sie in Coppolas Pate, einen von den drei Teilen, gerne übernommen? Na, der Pate natürlich selbst. Der Pate sein wollen. Ja, klar. Es gibt ja auch schöne Frauen. Als Frau, eben. Wie viele Millionen Italiener haben niemals Kontakt mit der Mafia? Puh, ich kann immer so schlecht schätzen. Aber also ich glaube, dass jeder irgendwann mal indirekt auch, also nicht jeder, logischerweise nicht. Aber die Verzweigungen, also sind ja, gehen ja so weit, das kann man ja gar nicht feststellen selbst. Also es ist nicht so, dass irgendwie der Mafiose immer an die Tür klopft und sagt, hier, jetzt gib mir mal das Schutzgeld, sondern indirekt über ganz viele Möglichkeiten. Bis zu welchem Lebensalter werden Sie Schuhe mit hohen Absätzen tragen? Ich hoffe doch sehr lange, bis 80 mindestens.